Hallo zusammen. Ich habe mich letztens mal wieder mit einer Freundin getroffen. Wir sehen uns echt nicht oft, aber wenn wir uns sehen, sind die Gespräche super. Und mir ist auch aufgefallen, woran das liegt, denn besagte Freundin ist einfach total ehrlich im Gespräch. Und das ist so wertvoll. Man kommt mal auf so andere Themen als das tägliche und wie geht's dir und dies und das. Und jeder stellt sich so dar, wie er glaubt, man müsste sich darstellen. Sondern einfach mal total ehrlich Sachen anzusprechen, die auch nicht so gut laufen oder wo man einfach mal keinen Plan hat und dazu zu stehen. Und das macht Gespräche, glaube ich, richtig wertvoll. Und ich habe für mich daraus mitgenommen, vielleicht in Gesprächen öfter mal mutig zu sein, die Wahrheit zu sagen, auch wenn man sich damit angreifbarer macht. Aber ihr könnt euch dadurch bessere Gespräche schenken und dem anderen auch. Und es ist einfach viel leichter, wenn der andere Gesprächspartner beginnt. Wenn ihr Glück habt, macht der andere mit und ihr führt mal ganz andere Gespräche, als ihr das vielleicht sonst so tut. Und ich glaube, das ist eine sehr bereichernde Erfahrung. Von daher, ich habe es für mich mitgenommen. Mal gucken, wie gut es klappt, die guten Vorsätze. Und vielleicht möchtet ihr diesen guten Vorsatz ja auch mitnehmen, einfach mal offener und ehrlicher ins Gespräch zu gehen und sich mal überraschen zu lassen.